Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zum Minecraft Merch Simulator. Das heißt, wir haben hier eine Werkbank 3x3 mit Spitzhacken, zwei Holzspitzhacken. Wenn ich diese Holzspitzhacken zusammenfüge, verbessert sie sich zu einer Steinspitzhacke, natürlich. Und diese Steinspitzhacke können wir jetzt unseren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ärmigen Superatzen hier ausrüsten. Das heißt, schnappen wir jetzt, gehen wir mal hier oben hin, würde ich sagen, bupp. Und jetzt starten wir ins erste Rennen. Mit Hilfe dieser beiden Spitzhacken müssen wir uns jetzt in diesen Kasten reingraben. Okay, da waren die Spitzhacken tatsächlich schon im Arsch. Wir haben 700 Goldmünzen verdient, ein bisschen XP gesammelt, weiter geht's. So, wir müssen uns weitere Spitzhacken kaufen und können jetzt Holz und Holz hier zu Stein upgraden und Stein zu Eisen. Wir haben aber weitere 600, die wir natürlich ausgeben wollen. Das heißt, wir scheppern hier mal noch eine weitere Eisenspitzhacke und machen hier, würde ich sagen, oben und unten mal Holz. Okay, let's go. Meint ihr, das reicht jetzt schon? Aber was kriegt er am meisten? Also ich denke mal, wir müssen diese teuren... Die sind zu teuer und... Okay, die kriegen wir komplett nicht hin, verdammt. Okay, Eisen und Eisen ergibt Gold. Oh, wir haben Gold entdeckt und 500 Kröten verdient. Okay, das ist Stein. Wir haben ja so viel Geld, Alter. Warte mal. Ich glaube, wir müssen das Level schaffen, damit unsere Spitzhacke sich verbessert. Damit wir quasi, wenn wir eine Spitzhacke kaufen, Stein kaufen. Weil Diamant. Ich habe ja unendlich Geld. Das hört ja gar nicht auf. Warte, machen wir diesen hier. Ich will mal an jeder Hand eine Spitzhacke haben. Jetzt geht's los. Wollte ich gar nicht. So, und die machen wir Stein, die machen wir Stein. So, 1, 2, 3. Den Rest heben wir mal auf. Ich glaube, also mit diesem Setup sollten wir doch das erste Level schaffen. Alle Spitzhacken sind noch intakt. Alle? Ja, okay. Also diese Quarzblöcke sind Schepperer auf jeden Fall. Okay, wir müssen weitermachen. Wir updaten alles zu Eisen. Ach, geht gar nicht, weil ich bin doof. So, so, so. Bap, 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 bap. So und so. Okay, jetzt aber. Jetzt müssen wir es da schaffen. Wir rasieren hier einmal durch. Das erste Level kann nicht so schwer sein. Ja, aber man braucht schon, man braucht eine Menge. Man sieht anhand an der Farbe auch wie. Nee! Ja! Es war knapper, wir haben es geschafft. Boom. Und jetzt kann ich. Ich habe drei Geschenke. Es gibt. Was ist hier denn jetzt gespawnt? Okay, warte mal. Talente? Oh, okay. Okay, okay. Wir können uns Talente kaufen. Okay. Die Chance, eine Geschenkbox zu kaufen, also zu bekommen, denke ich mal, auf 5% erhöhen. Okay. Chance, Double Damage zu machen, 1%, okay. Und doppeltes Geld zu bekommen, auf 5%. Ja, das klingt ja gut. Das klingt eigentlich alles gut. Ich kaufe alles einmal. So, okay. Ach, jetzt wurde ich von den Spitzhacken her resettet. I see. Okay, ja, ja, ja. Ich erkenne das Problem. Und da haben wir die Feuerspitzhacke, so ein Ding nämlich. Okay, warte mal, Eisen. Ja, ne, ich gebe halt alles aus. Was soll ich jetzt hier mein, was soll ich jetzt mein Geld hier sparen, sag ich mal, ne? Boah, Back-to-Back-Feuer. Geschenk. Okay, jetzt sind wir leider pleite. Jetzt haben wir hier noch eine Dia und hier haben wir noch eine Steinschaufel. Let's go. Jetzt haben wir jetzt mal Smaragdblöcke hier schon. Crit, das war ein Double-Damage-Hit, habt ihr gesehen? Noch ein Crit, ja, lohnt sich schon. Ist gar nicht so ungeistig, dass wir uns das gekauft haben. Aber wir haben gar nicht so viel Geld bekommen. Okay, wir können aber unser Geld für Talente ausgeben. Aber macht, glaube ich... Was heißt Mining? Okay, Coins Mining. Okay, ich kriege ein Coin pro Sekunde. Maximal kriege ich 50.000. Das heißt, das schnappen wir uns jetzt mal. Okay. Und was sind Skins? Okay, ich kann meinen Skin tauschen. Und wenn ich im Level steigere, kriege ich neue. Okay, wir sind jetzt ein Creeper, würde ich sagen. Let's go. Nee, warte mal, wir sind der hier. Der ist geil. Ja, 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 der ist geil. Sonst müssen wir uns hier ganz viele... Ganz viele Spitzhacken kaufen, ey. Das ist ja alles quarkig. Wir sind noch viel zu schlecht. So, 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 so. Jetzt haben wir hier die dritte Feuer, den dritten Feueratzen. Jetzt haben wir hier den vierten. Hier machen wir mal Eisen. Also, ich bin pleite. Okay. Gut, dann go. Ich mache erstmal außenrum, glaube ich, weil die Blöcke kann man leichter kaputt machen. So, jetzt hier unten noch lang. Ja, okay. Aber wir sind schon relativ weit gekommen, muss ich sagen. Das passt schon. Wir kaufen eine Menge neue Spitzhacken. Okay, die wollen wir zu Eisen. Dann wollen wir die zu Gold. Und dann wollen wir die hier zu dir. Kriege ich noch eine Feuerspitzhacke hin? Wartet mal. Ja. Big. Ich glaube, es macht eigentlich am meisten Sinn, ehrlich gesagt, wenn wir es so machen. Und dann upgraden wir die einfach hier immer. Ich glaube, so ein voll ausgestatteter, das scheppert schon am meisten. So, und jetzt kannst du hier, zack und zack. Okay, jetzt sind wir pleite tatsächlich. Ich habe eine Spitzhacke sogar übrig. Dann können wir so machen. Bup. Attacke. Ja, das muss ja... Alter, habe ich Double Money bekommen, habt ihr gesehen? Oh, ja, das sieht schon gut aus. Die Spitzhacken, sie sind noch nicht rot. Jetzt sind sie aber rot.
Egal, es sind nicht mehr viele Blöcke. Ja! Zweites Level geschafft. Klar. 10.000 kassiert, ey. Drei Geschenke. Was ist das denn jetzt? Okay. Ah, ich habe den Leck einkalkuliert, aber es hat gar... Jetzt! Ja, perfekt, so ein Ding nämlich. Oh! Ah, okay. Ja. Hätte besser sein können, ehrlich. So, wir haben neue Skins freigeschaltet. Ja, den Trollhiver natürlich, ist doch klar. So Talente, okay, kostet alles 5.000. Ne? Wir können uns nur das und das leisten. Dann sind wir tatsächlich auch schon platt. Was ist das denn für ein brutales Level, würde ich das machen? Ich habe ja gar kein Geld für nix jetzt. Okay, warte mal, es macht aber, glaube ich, am meisten Sinn, wenn wir erstmal diese Billo-Blöcke hier abbauen. Kriegen wir am meisten Punkte. So, ja, okay. Gut, war tatsächlich auch gar nicht so gut. Ah, es kriegen wir ja Eisen, das ist geil. So, wir machen wieder diesen Move. Ich will mal testen. Ich starte jetzt einfach mal. Ich will mal testen, wie weit kommen wir denn mit Full Iron? Ich sag doch, das ist stark. Guckt euch das mal an. Ja, sind wir schon relativ weit gekommen. So, und jetzt machen wir erstmal alles zu Gold. So. Ich mach nochmal einen Run. Ich will mal testen, wie groß der Unterschied ist. Naja, der ist krass. Ja, wobei, hä, wir sind gefühlt genauso weit gekommen, ne? Macht gar keinen Unterschied, so krass. Okay. Jetzt brauchen wir hier eine Menge Gold. Und jetzt machen wir alles zu Dia. So. Wir sind pleite, leider. Für mehr reicht's nicht. Also ich kann aber so machen. Start. Let's go. Schaffen wir es jetzt das erste Mal durch. Mit fast Full Dia. Alter, das ist schon krass, wie die Blöcke scheppern, ne? Alter, die machen meine Spitzhacken so kaputt, Junge. So. Ich mach mal hier. Dia. Nee, falsch. Oh, warte mal. Hä, was mache ich denn? So. So, genau. Jetzt haben wir alle Dia. Und jetzt beginnen wir hier mit Feuer, nämlich. So. So, so und so. Pleite. Okay, let's go. Ja, diese Smaragdblöcke. Diese Smaragdblöcke sind illegal, sage ich. Verboten gehören die. Ich gebe euch alles für Spitzhacken aus, ne? Talente, gar keine Zeit. Kann ich das hier irgendwie upgraden? Ich kann nur für Werbung doppelt bekommen. Aber einer die Sekunde ist ja irgendwie gar nicht so viel, oder? Kann ich mal auf Toilette gehen, ey? Ein bisschen Kohle verdienen. So, Feuer, Feuer. Ja, okay, das war's. Mehr haben wir nicht. Wir können diesen machen und diesen. Wir haben fast voll Feuer jetzt, ne? Okay, die ersten drei haben wir schon mal weg. Und Gold haben wir auch weg. Ja, aber an Dia scheitert es dann, ne? So, jetzt brauchen wir... Wir brauchen erstmal Gold. So, so und so. Okay, jetzt sind wir voll Feuer, ey. Das kann nicht wahr sein. Geschenkwahrscheinlichkeit erhöhen. So. Ja, ich muss ja mehr. Also, für was soll ich jetzt das Geld aufsparen, sag ich mal, ne? So, so, so. Okay, ach so, ich kann mir eh nichts leisten. Na, schade. Let's go. Durch die ersten Blöcke sind ja gar kein Problem, ne? Gold ist auch gar kein Problem. Dia ist jetzt... Ja, schon noch ein Problem. Den kriegen wir gar nicht, oder? Ach, schade. Okay. Ich würde gern ein Upgrade scheppern. Ja, jetzt hier. Bob. Rubin, Alter. Okay. So, weil die wollen wir auch loswerden. So, so, so und zack, Double Rubin. Okay, und jetzt Talente kaufen, können wir uns nicht leisten. Verdammt. Let's go. Okay, Gold locker. Aber an dir, boah, wir brauchen viel, warte mal, Talente. Das macht ja auch Sinn, glaube ich. Double Damage, Double Geld. So, Rest geben wir in Spitzhacken aus, die mir aber irgendwie auch gar nicht so viel bringen. So, meint ihr, es macht mehr Sinn? Ich probiere mal was. Ich nehme mal die wieder raus. Ich probiere mal was. Ich fusioniere die jetzt mal so weit. Netherportal, Alter. So. Ja. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht brutal aus. Wartet, können wir hier kurz noch die höchste machen. Gib mal alles aus an Geld, was ich habe. Gold, Dia Dia ist Feuer, ist Gold. Meint ihr, ich schaff's jetzt? Meint ihr, wenn ich quasi zum Beispiel Dia und Dia zusammen mache zu Feuer... Oder, ja, zu Feuer. Dass dann eine Feuer besser ist als zwei Dia-Spitzhacken. Versteht ihr, was ich meine? Ey, da hat gerade Double Money gescheppert. Nee, ist viel schlechter. Viel schlechter, oder? Ja, ja, ja. Ist viel schlechter. Okay, dachte ich mir. Das heißt, du machst durch eine Entwicklung sozusagen immer Minus. Aber dadurch, dass du halt natürlich einen Platz gewinnst, dann machst du... Okay, gut, ich hab verstanden. So, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder uns komplett aufbauen. Verdammte Grütze, ey. Oh, big, big, big. Nein! Die hätte ich so gebraucht, ey. Okay, wir sind tatsächlich pleite. Also jetzt sind wir also wirklich, jetzt sind wir komplett krass ausgerüstet, oder? Wartet. Ah, Geschenk. Ja, ja, ja. Und jetzt. Ja. Yeah! Geil. Boom. Big. Okay, gut, das war's. Let's go.
Smaragd scheppert halt zu sehr rein. Ne? Smaragd ist wirklich dieser Todesblock. Und da geht alles in Arsch. Alles. Guckt's euch an, ey. Aber die wirklich die beste Spitzhacke, die hält sich. Guckt's euch an. Ja, schade. Hm, okay, verdienen aber immer mehr pro Runde. Das passt schon. Okay, und Big, 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 Dia. Na, hab ich verkackt. Okay, Chance, höhere Geschenke. Ja, aber nicht. So, zack, 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 zack. Boom. Mann, ich bräuchte irgendwie mehr Arme oder so. Vielleicht kann man später ja noch mehr Arme hinzukaufen. Das würde natürlich eine Menge bringen, weil jetzt aktuell komme ich hier wirklich nur mäßig voran. Es ist schwer. Ich meine, ja, diese letzte OP-Spitzhacke, die ich da habe, die hält sich dann immer noch. Aber auch nicht lang genug. 16.000. Wir kriegen pro Runde mehr und mehr und mehr. Es ist crazy. So, so und zack. So. Ah, wir müssen ja diese Dia noch upgraden. Die haben wir da ja auch noch. Warte mal. So, genau. Geschenkt. Und jetzt bitte Dia. Ja, wichtiger Hit. So. Zack, okay. Jetzt haben wir fast alle in... Ja, 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 ja. Ich habe den Dreh aus. Jetzt haben wir alle in mindestens Rubin. Aber jetzt ein bisschen wie Redstone aussieht, ne? Okay. Wir geben alles aus noch. Geschenk, Dia. Ja, ja, die Geschenke scheppern jetzt halt anders, ne? Okay, das bringt mir aber erstmal gar nichts. Warte, müssen wir noch mehr ausgeben. Wieder Geschenk. Ja! Yeah! Irgendwann habe ich Geschenk wahrscheinlich gerade 100%. Dann kriege ich immer ein Geschenk. Und jetzt haben wir noch eine zweite. Ja, geil. Okay, start mal. Also das muss ja jetzt reichen, oder? Okay, die ersten sind, glaube ich, gar kein Problem. Dann hier Gold und Dia ist, denke ich, auch kein Problem. Wir nehmen Smaragd direkt mal ein bisschen mit. Double Money, da kriegt jetzt die ganze Zeit. Das ist auch stark und ist Spitzhackentechnik. Oh, jetzt Shepherds, aber es sind nicht mehr viele Blöcke. Es sind nicht mehr viele Blöcke, Leute. Oh, oh, die letzte verbleibende. Das ist aber die OP-Spitzhacke. Ja, und... Yeah. Oh, ich habe brutalstes Geld. Okay, wir haben neue Skins. Ein Animal sind wir, würde ich sagen. Zack. Ich kann das Thema auch ändern. Schnee? Nee, Schnee finde ich assi, Alter. Schnee brauchen wir nicht. Schnee können wir... Okay, ich habe drei Geschenke. Oh, geil, Alter. Feuer. Ah, schade, nur dir. Feuer, perfekt. Talente können wir upgraden. Teuer, ne? Sehr, sehr teuer. Ich bin beinahe sogar dafür, dass Geschenke am stärksten ist irgendwie. Fühlt ihr? Geschenke hat uns schon gut den Arsch gerettet. Oh, es gibt so Obsidian. Das gab's doch, das haben wir zum ersten Mal, oder? Obsidian ist crazy. Okay. Aber wir schaffen das. Oder? Wir spielen das Spiel heute komplett durch. Ich will es euch nicht versprechen, weil ich weiß nicht, so Spiele gehen manchmal nämlich 1 Million Jahre. Aber ich gebe mein Bestes. So, dir, Gold, Gold, Gold. Das ist ein bisschen blade. Ich kann höchstens das hier noch abholen. Aber bringt mir nicht viel. Jetzt haben wir nur 800. Let's go weiter. Ja. So, Geschenk, ja. Und jetzt? Ja. Yeah. Okay, warte mal. Das kann ich auch gar nicht gebrauchen. Warte mal. Dir, dir, dir und dir. Dann das hier. Dann das hier, ja. Und sind wir pleite tatsächlich. Das heißt, wir müssen diesen machen. So. Start. Boah, jetzt kommen wir schon gut weit, ne? Problem ist, die Mitte ist halt das, was dann die Spitzhacken so richtig auseinander nimmt, ne? Das heißt, ne? Okay. Wir brauchen hier mal ein Dia, genau. Jetzt brauchen wir hier Feuer. Hier Feuer. Geschenk. Ja! Bupp. Dann hier Feuer. Geschenk. Ey, Geschenk ist so eine OP-Fähigkeit, ich schwör's euch. So. Okay. Ja, geil. Das sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Aber wir haben noch zwei weit. Oh ja, Geschenk. Yeah! Bupp. Lass mich pleite. Okay, das heißt, wir müssen diesen machen. So, let's go. Also jetzt müssen wir eigentlich schon sehr weit kommen, würde ich sagen. Da geht die erste Spitzhacke kaputt. Okay, wir schaffen, glaube ich, schon mal alles bis auf den Kern. Locker sogar. Okay, locker, weiß ich nicht, aber. Ja, 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 ja. Alles bis auf diesen Kern, ne? Ey, so viel haben wir noch nie verdient in einem Level. Hm. Okay, das machen wir hier. Ja, das machen wir hier. Dann machen wir das hier. Und das zu dir. Dir, dir. So. Jetzt wollen wir das letzte auch noch zu Rubin machen. So, jetzt sind wir voll Rubin, ne? Eigentlich müsste man auch mal ein bisschen Geld farmen. Das heißt, irgendwie so balancen, dass man das Level fast komplett schafft. Weil dann verdient man am meisten Geld. Und dann nur mal diese Talente skillen. Versteht ihr? Das wäre auch mal wichtig, glaube ich. Aber wir schaffen das Level jetzt schon. Ah, Alter, ganz knapp nicht. 17.000 verdient. Und jetzt kannst du hier schön die Talente, ne? Double Money. Double Damage. Auf 5%. So. Reicht das jetzt schon? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das muss doch jetzt reichen, oder? Wir haben so krass geupdatet. Wir graben uns erstmal außen rum und dann machen wir das Zentrum. Ja, oh, locker. Jawohl. Nice. 19.000 verdient. Schmeckt. 3 Geschenke. Perfekter Hit. Into perfekter Hit. Und 3-mal perfekter Hit, so ein Ding. Neue Skins. Oh Gott, was ist das denn? Ja, der ist geil. Ja, der ist auch geil. Das ist, glaube ich, Skibbity Toilet Kameramann oder so. Keine Ahnung. Okay, wir nehmen... Ich finde die Ente geil. Und Thema haben wir jetzt Wüste. Nehmen wir mal Wüste. Sieht doch auch nicht schlecht aus. So, okay, wir rüsten erstmal die drei hier auf jeden Fall aus. Dann holen wir uns hier erstmal komplett Gold. So, genau. Ich habe halt so viel Geld, ne? Zack, 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 zack. Alles zu dir. Und jetzt machen wir... Ich kriege keine Geschenke gerade, ne? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Pech. So, so. Und jetzt haben wir endlich mal eins. Und ein Bicken Hit. Nice. Zack, zack. So. Ey, wir sind jetzt fast schon so weit wie im Level davor, ne? Von dem Setup hierher. Achso, ich bin pleite. Schade. So. Okay, let's go. 2 Obsidian-Blöcke sind es jetzt. Aber wir kommen dafür, dass das unser erster Try ist, schon relativ weit, ne? So, aber wir haben nicht so viel Geld verdient, leider. Oh, 2 Geschenke, da hatte ich Überglück. Ja! Und ja! Also, wir sind wirklich, also spitzhackenmäßig sind wir hier extrem stark. Jetzt schon stärker als im Level davor. Das sieht man ja auch, wie ich problemlos hier durch die Goldblöcke inzwischen durchbuttere, ne? Problem ist nur diese Obsidian-Blöcke, die scheppern halt leider. Voll Rubin, Alter. Okay. Aber für mehr reicht es jetzt gerade mal nicht. Let's go. Da gehen wir durch Butter. Da geht wirklich nicht eine Spitzhacke kaputt. Jetzt gehen wir hier links an den Rand mal runter. Immer noch keine Spitzhacke kaputt. Jetzt hier unten lang. Ey, wir schaffen das so locker, diesen Rand. Aber ja, jetzt diese Smaragdblöcke und so. Ne? Die sind halt schwer. So, okay, wir brauchen... Ja, das reicht ja schon gar nicht mehr. Wir brauchen die hier schon für ein Upgrade. Das ist teuer. Ja, diese Geschenke retten uns halt wirklich den Arsch. Jetzt haben wir einfach ein Upgrade geschenkt bekommen. Einfach so for free. Ja, big, 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 big. Nochmal. Sehr schön. Wieder ein Upgrade. So. Okay. Nice. Let's go. Start. Könnte sogar sein, dass wir das Level jetzt schon schaffen. Weil wir haben wirklich... Also wir haben ja viele Geschenke da bekommen. Jetzt geht schon eine Spitzhacke kaputt. Was? Schlechter als vorher gefühlt. Ja, okay. Ist nur das Zentrum bleibt halt, ne? Dann machen wir das hier. Dann holen wir uns am besten das... Ja, sehr schön. Das hier. Sehr schön. Ja. Ich kaufe wirklich nur noch Spitzhacken für die Geschenke, ne? Das ist komplett illegal eigentlich. So. Geschenk bitte? Oh, kein Geschenk bekommen. Jetzt habe ich nur noch eine Spitzhacke zum Upgraden, ne? Und die können wir auch direkt upgraden. Geil. So, können wir nochmal? Nee, nochmal reicht, glaube ich, nicht, oder? Nee, wir könnten aber diesen machen und diesen. Okay, let's go. Ich wollte gerade sagen, noch keine Spitzhacke kaputt, aber sind die ersten im Arsch. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Erstmal schnappen wir uns hier diese Dias, dann die Dias hier unten. Ja, also wir sind schon weit, aber es zählen wirklich so wenig Blöcke, ne? Aber 3 Blöcke nur. Okay, ich würde aber gar nicht so viel jetzt upgraden tatsächlich. Ich würde das machen und das würde ich so lassen. Ich würde jetzt erstmal auf Talente gehen nämlich. Wir machen mal ein paar Runden. Und jetzt holen wir höhere Wahrscheinlichkeit, Double Money zu bekommen. So, die anderen beiden Updates holen wir uns jetzt aber auch noch. Jetzt holen wir uns doppelte Geschenke. Und mit noch einer weiteren Runde können wir den Crit verdoppeln. Und dann schaffen wir das Level, würde ich mal als kleine Taktik vorschlagen. So, Talente, Double Crit. Okay, ich würde sagen, wir können uns sogar so viele... Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja gerade ein Geschenk-Upgrade gekauft. Da müssen wir noch ein bisschen eher auch... Also, wenn man das hier... Jetzt machen wir das, das, das. Und zack, perfekt. Und das und das und das. Und dann nochmal das ganze Spielchen. Und jetzt, bumm, so. Jetzt ist unsere schlechteste Spitzhacke eine Portalspitzhacke. Meint ihr, das reicht schon? Ich habe schon ein bisschen reingesteckt. Das muss eigentlich reichen, oder? Wir gehen mal rein. Plus habe ich ja Doppelcrit gekauft. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also mit 1% mehr Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es wird auch ein bisschen... Man macht halt schon viele Hits. Guckt mal, jedes Mal, wenn eine Spitzhacke einen Block berührt, ist es ein Hit. Also man macht ja pro Runde wahrscheinlich 1000 Hits. Also macht 1% da schon ganz schön viel aus. Wir heben uns die Spannung auf, ey. Erstmal alle Blöcke. Und jetzt alle Spitzhacken gegen einen Obsidian-Block. Ja, und jetzt der letzte. Ich habe nur noch eine Spitzhacke. Oh, es war übel knapp. Die war schon rot. Nice. Neue Skins. Froggy. Ein Hamburger. Dream. Okay. Nee. Wir nehmen Hamburger. Die Froggy gehört ja Elina. Da wollen wir hier nicht klauen. Thema. Okay, habe ich nichts Neues freigeschaltet. Alles klar. Wir haben 3 Geschenke. Und pop, easy. Und pop, easy.
Und hopp, schmeckt. So, an jeden Burgee-Arm kommt jetzt hier so eine Spitzhacke. So, und jetzt hier oben noch. Easy. Hallo, ich habe ganz schön viel gekauft. Jetzt könnte man ein Geschenk hitten, muss ich ehrlich sagen. Wieder nicht, schade. Ey, nee, das war jetzt illegal. Dass das kein einziges Geschenk gegeben hat. Nee. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich habe Geschenkwahrscheinlichkeit 9%. Oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Bunker? Das sind halt nimmer mehr Obsidian-Blöcke. Meint ihr, es kommt nach Obsidian noch ein Block? Bestimmt, oder? Aber ich komme eigentlich über, also gefährlich weit für den ersten Try. Das sieht mir, das sieht mir jetzt nach aus, ob ich das jetzt schaffe. Warte mal. So, okay, wir brauchen Dia, schmeckt. Dia und das, Rubin, genau, wir geben mehr aus. Ich kriege keine Geschenke mehr, es ist irgendwie verhext. Ah, jetzt endlich mal, danke. Weil Geschenke geben uns diesen Überboost. So. Guckt mal, Geschenk ist krass. Wie viel brauche ich für ein so eine Spitzhacke, die ich von einem Geschenk kriege? Hier, um die zu kriegen, brauche ich 1, 2, 3, 4. Ich brauche 4 Spitzhacken, ne? Ein Geschenk schenkt mir 4 Spitzhacken. Das ist illegal eigentlich, würde ich fast schon nicht sagen. Ja, wir schaffen das schon. Das einfachste Level aller Zeiten. Hä? Warum so easy? Geil. Und zack. Perfekt. Ey, meine die wurde nicht geupgradet. Das finde ich schade. Skins. Was haben wir denn jetzt? Okay, so Rainbow, Unterwasser-Creeper, ein ganz Panda. Ich habe alle Skins freigeschaltet. Als ob. Ich nehme den, der sieht ein bisschen hackermäßig aus. Und wir haben... Ja, wir nehmen es mal, aber schick sieht es auf jeden Fall nicht aus. Wir holen unser Mining-Geld auch mal ab. So. Okay, erstmal alle Spitzhacken hier ran. So, so und so. Dann upgraden wir die auf dir. Okay, wir schaffen das Level jetzt first try. Das wäre krank. Bitte Geschenk, aber jetzt ein Big Hit. Ja, geil. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Aber wir probieren mal. Hä? Kein Obsidian? Das wird ein First Tryer. Hä, warum sind die Level jetzt so einfach? Der Programmierer, wirklich, der Admin hat ja hier anders gepennt. Ja, doch nicht so einfach. Ah, fast ein First Try. Es war so knapp. Wenn ich ein Geschenk mehr bekommen hätte, wäre es das gewesen. Ich schwör's euch. So, so, so. Also sag ehrlich, das reicht schon. Warum jetzt mehr Geld ausgeben, oder? Ja, die aufheben. Weil ich verliere die Spitzhacken wieder, wenn es resettet. Absolut locker schaffen wir das sogar. Schaut euch das mal an. Zack, Level geschafft. Sehr schön. Ja, easy. 3 Geschenke. Ja, die Geschenke verbessern sich jetzt aber. Oh, das ist ein brutales Obsidian-Level. Ich sehe das doch da rechts schon. Schade, dass die Geschenke sich nicht mehr verbessern. So. Jetzt schon so weit, ey, geil. So. Dabei habe ich noch so viel Geld, ne? Zack. Und so. Und so. Und so. Nice. Wieder ein Geschenk. Immer gerne. Immer liebend gern an. Wir gehen auf Full Rubin. Oder Redstone. Es sieht auch ein bisschen aus wie Redstone, ne? Ja, ja, fast sogar. Oh, das sind eine Menge Blöcke. Ich glaube, das Level gibt brutal viel Geld. Es gibt euch pro Block Geld. Und bessere Blöcke geben zwar schon mehr Geld, aber die Masse macht's, glaube ich, hier ein bisschen. Ey, bis auf die Obsidian-Blöcke alle bekommen, ne? 3 Obsidian, 25.000, das ist krass. Aber die Talente sind jetzt halt sehr, sehr teuer, leider, ne? Ja, das ist nochmal geil hier. So, wir könnten halt... Okay, jetzt sind wir schon mal voll Rubin. Jetzt könnten wir eigentlich auf Talente nochmal gehen. Ich glaube, ich schaffe das Level. Ja, nee. Aber knapp. Kein Talent leider. Die sind sehr, sehr teuer geworden, ne? 55.000. So, dann... Eigentlich lohnt es sich. Also eigentlich geiert man wirklich nur auf diese Geschenke, ne? Das macht gar keinen Sinn. So. Wir könnten ja mal folgende Move. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich will mal eine neue beste Spitzhacke. Das ist die letzte, die wir kennen. So. Und jetzt? Boah. Okay, die sieht krass aus. Problem ist, das hat uns jetzt natürlich erstmal schlechter gemacht. Aber langfristig halt besser. Ich sag, wir schaffen das. Eigentlich müssten wir. Ja. Okay, jetzt haben wir nur noch unsere beste Spitzhacke gegen wirklich dutzende Blöcke. Aber die schafft das. Ich vertraue auf sie. Sie ist noch nicht rot, glaube ich. Das heißt, sie geht nicht kaputt. Und wir haben das Level geschafft. Schmackofatz. 3 Geschenke. Was ist das für ein wildes Level? Hä? Das ist ja ein anderes First-Try-Level. Oh, verdammt, ich habe da verkackt, ich Idiot. So, wir haben jetzt leider keine neuen Skins freigeschaltet. Gibt keine mehr. Themen haben wir hier. Holz. Okay. So, so. Die Spitzhacke, die wir uns kaufen, verbessert sich auch nicht mehr. Merkt ihr das? Die bleibt jetzt auf Gold. So. Wir wollen auf jeden Fall nochmal rausfinden, was es für bessere Spitzhacken gibt, Leute. So, Geschenk. Problem ist, ich habe jetzt schon so heftig geupgradet, dass wir es wahrscheinlich jetzt First Try schaffen, oder? Weil das sah mir jetzt nicht sehr schwer aus, das Level. Ja, locker sogar. Nicht eine Spitzhacke kaputt gefühlt. Okay. 3 Geschenke. Okay, hier haben wir viel Obsidian wieder. Das passt.
Ich investiere jetzt wirklich mal alles in eine Spitzhacke, diesen Full-Modus. So. Das heißt, diesen, diesen. Kein Geschenk bekommen. Nichts gönner hier wirklich. Diesen. Dann diesen. Ich investiere halt so viel Geld in eine Spitzhacke jetzt schon, ne? Irgendwie so 60.000 oder so. So. Okay, ja, die kennen wir schon. So. Jetzt bin ich tatsächlich schon pleite. Zack. So, let's go. Oh Gott, das geht ja so schlecht nur mit drei Spitzhacken. So, genau. Jetzt sind wir bei der besten, die wir schon kennen. Geschenk, geil. Jawohl. So. So. Okay, jetzt können wir uns nichts mehr leisten. Okay, erstmal kommen wir nicht weiter. Wir können ja die schon mal ausrüsten. So. 17 Dinger können wir kaufen. Okay, plus Geschenke kommen wir da auf mindestens 20. So, wir kaufen weiter. So. Ja, Geschenke wollen aktuell nicht. Schade, okay, nur ein Geschenk bekommen. Was haben wir denn jetzt? Zack, zack, zack und... Ach, schade, reicht nicht. Ich bin wirklich gespannt, was sich hinter dieser Spitzhacke hier versteckt, ne? So, wir sind aber dran, Leute, wir sind dran. Nee. Ah, zwei Geschenke jetzt bekommen. Das könnte jetzt wirklich der Game Changer gewesen sein. Das hier, das hier, das hier, das hier, ja. Yeah. Boah, eine Phönix-Totem-Spitzhacke. Das ist geil. Okay, dann upgraden wir jetzt noch den Rest auf Maximum, weil das Level sollten wir jetzt eigentlich locker schaffen damit. So, so. Wieder ein Geschenk. So, locker flockig jetzt. Wir rasieren einfach durch das Obsidian. Passt mal auf, Leute. Und ja, wir haben jetzt ein paar Spitzhacken verloren, aber natürlich nicht unsere beste. Die ist nämlich hier. Seht ihr sie? Dreht sich ein bisschen schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich das Level schaffe. Ich habe nur noch meine ich habe nur noch meine beste Spitzhacke. Reißt, aber die muss es reißen jetzt eigentlich, oder? Ich meine, das ist die beste Spitzhacke, die wir haben. Ich hoffe, sie schafft. Ansonsten bin ich nämlich ein bisschen enttäuscht über unsere Investition. Dann war das eine klassische Fehlinvestition. Sieht aber gut aus. Oh! Ich wollte gerade sagen, sieht gut aus. Ich mache aber ein bisschen taktisch klüger dieses Mal. Ich baue zuerst alle Dulli-Blöcke ab, weil wenn wir dann nur noch die stärkste haben bei den Obsidian-Blöcken, dann muss ich zumindest mich nicht die ganze Zeit so bewegen. Hä? Warum gehen die alle kaputt? Was habe ich denn hier für Sparer-Spitzhacken? Also ich weiß nicht, ob unsere Totem-Spitzhacke 4 Obsidian-Blöcke alleine schafft. Ja, okay, sie schafft 2, ist aber schon ein bisschen angerötet jetzt. Das war ein Crit, wichtig! Jawohl. Boom, nice. Wir haben die Tortenwelt, ey. Leute, das war das heutige Video. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flankt auf jeden Fall kräftig den Like-Button und geht auf www.banks.shop, wenn ihr beim neuesten Merch von mir zuschlagen wollt, seien es Hoodies, T-Shirts, Bücher oder sonstiges. Apropos Bücher, könnt ihr auch in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich, Schweiz erwerben. Mein neuer Roman Banks und die seltsamen Inseln mit einer spannenden Geschichte von Elina, Ebro und mir. Jetzt schon der 4. Band. Also checkt das auf jeden Fall mal gerne aus und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.